Hallo Annika und Robert. Hallo. Herzlich willkommen zu unserem kleinen Interview bei der Nebelhorn-Trophy. Ihr habt hier die Bronzemedaille gewonnen. Das war euer erster Wettbewerb in 8 Monaten. Mhm. Könnt ihr kurz bilanzieren, wie es euch hier ergangen ist? Wir waren auf jeden Fall super aufgeregt, weil die Pause doch relativ lang war. Aber konnten es auch nicht mehr abwarten, endlich die Saison zu beginnen, uns wieder zu zeigen, und haben uns wahnsinnig gefreut, das sozusagen nicht ganz zu Hause, aber in Deutschland zu Hause machen zu können. Und haben viel mitgenommen, viel gelernt und können uns über viel freuen, glaube ich. Du warst ja dann ein bisschen krank, Robert. Genau, ich bin nach dem Kurzbaum leider ein bisschen krank geworden. An sich war der Druck halt relativ hoch, aber ich glaube eher den wir uns gemacht haben, weil wir so viel Aufwand betrieben haben, nach dieser misslungenen letzten Saison irgendwie was zu ändern, und weil wir uns das dann auch irgendwie rechtfertigen wollten oder beweisen wollten, dass es sich gelohnt hat. Und ja, wir waren mit dem Kurzprogramm schon sehr zufrieden, es ging in eine gute Richtung. Und ja, bei der Kühe hat dann leider die Gesundheit so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber ich denke trotzdem, dass es eine sehr, sehr gute Erfahrung war und sehr viel Sicherheit gegeben hat und wir einfach so weitermachen wie bisher. War ja schon aufregend, auch nach 8 Monaten Wettkampfpause. Wie schwer ist es dann, da wieder reinzukommen? Wie vergisst man vielleicht dieses Wettkampfgefühl? Ich glaube, der Körper vergisst es gar nicht. Aber es ist, wie du es gesagt hast, man denkt immer im Kopf selber, oh Gott, ich habe vergessen, wie ich einen Wettkampf laufe. Wie mache ich das überhaupt? Und ich habe es halt schon gemerkt, dass ich seit Montag schon irgendwie so dachte, ui, ich bin ganz schön aufgeregt. Und für mich war es fast schlimmer neben dem Eis. Als ich dann aufs Eis gekommen bin, hat mir das total Sicherheit gegeben, neben Robert zu laufen und zu wissen, ich mache das, was ich eigentlich jeden Tag mache. Aber wenn man dann Zeit hatte, darüber nachzudenken, dachte man schon so, Gott, wie fühlt sich das nochmal an mit Publikum, mit Preisrichtern und so. Aber es macht immer wieder Spaß. Ja, in dem Moment des Programms war dann natürlich nicht mehr so viel Aufregung da. Davor dann aber schon, und dann auch eher so Gefühle, die man gar nicht wirklich als Aufregung einstufen würde, sondern einfach so ein bisschen so Unwohlbefinden oder irgendwie sowas. Aber das gehört einfach dazu, und umso öfter man das macht, umso mehr normalisiert sich das dann auch. Ist natürlich auch ein bisschen Stress für den Körper, aber wir haben uns sehr auf den Wettkampf gefreut, weil wir auch endlich mal gut vorbereitet waren und weil wir auch einfach dann das abliefern wollten, was wir sozusagen jetzt die ganze Zeit trainiert haben und wofür wir auch sehr hart trainiert haben. Ihr habt es angedeutet, es gab große Veränderungen. Ihr seid von Berlin nach Bergamo gezogen, von BNAB sozusagen, ja. aber doch nach Italien. Könnt ihr, was hat euch dazu bewegt, diesen noch großen Schritt zu tun? Einiges. Ja, wir waren einfach alternativlos. Also wir wussten, es geht so nicht weiter, weil uns in Berlin leider die Möglichkeiten ausgegangen sind, sowohl als Umfeld, Eishalle, Trainer. Also da hat eigentlich fast gar nichts mehr gestimmt. Und wir brauchten eine Alternative, und da ist Bergamo eigentlich die einzige in Europa. Es war auch relativ spontan eigentlich. Wir haben geguckt, wo könnten wir hin, haben irgendwie uns verschiedene Möglichkeiten angeschaut, und wie Robert schon gesagt hat, in Europa blieb uns nur Bergamo. Und wir hatten total vergessen, dass André ja auch in dem Team mit ist. Und das ist natürlich super, wenn man jemanden hat, bei dem es noch gar nicht so lange zurückliegt, dass er selber gelaufen ist. Und wir haben dann einfach kurzerhand gesagt, wir machen Probetraining. Das ist dann zwar ein bisschen schief gegangen, weil Robert eine Lungenentzündung hatte. Wir haben 3 Wochen da geplant, nach 3 Tagen hatte ich dann leider eine Lungenentzündung. Das ist schon sehr anfällig. Ja. Ich weiß auch nicht, in letzter Zeit irgendwie. Ja. Und dann haben wir aber trotzdem gesagt, sofort, wir machen das, wir wollen da hingehen, es hat uns so gut gefallen. Und bis jetzt ist es auch auf jeden Fall mehr als die richtige Entscheidung gewesen. Genau, der Draht kam da so ein bisschen auch durch unsere Choreografen, da die ja auch da sind. Die sind ja quasi eine Familie. Und, mit Anna und Luca, ja. Ja, war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Auch wenn es, weiß ich nicht, viele sehen das immer so als Riesenschritt. Für uns war das halt einfach dadurch, dass nur das ging, wäre es halt der größere Schritt eigentlich fast gewesen, in Berlin zu bleiben. Weil das, also es hat wirklich keinen Spaß mehr gemacht. Ja. Auch wenn es natürlich viel Aufwand war. Wie habt ihr euch denn eingelebt in Italien? Super. Sehr gut. Wir sind sehr glücklich da, und auch mit den anderen Paaren macht es total viel Spaß, und ja, können uns nicht beschweren. Welche anderen Paare sind da, die mit euch trainieren? Die beiden italienischen Paare, die hier mitgelaufen sind. Dann noch ein italienisches Paar, was jetzt, also Rebecca und Filippo. Und sonst noch viele
Juniorenpaare und einige Seniorenpaare, die man so noch nicht gesehen hat international, die relativ neu sind. und dann kommen auch immer sehr, sehr viele zu Gast. Also die Tschechen zum Beispiel, die hier waren, haben sich da vorbereitet. Letztes Jahr waren die Georgier da, das andere Paar. Aber die Niederländer waren auch kurz jetzt da, übergangsweise. Ja. Aber. Und dann eigentlich das spanische Paar ist ja auch noch da, die sind ja gerade nur verhindert. Laura und Marco, genau. Ja. Das tut es sicher gut, mit vielen anderen Paaren zusammen zu trainieren. Das war ja in Berlin, war ja auch dann am Schluss niemand mehr. Nee, leider nicht. Wie habt ihr Heimweh manchmal? Um ehrlich zu sein, bis jetzt noch nicht viel. Also wir waren kurz einmal in Berlin und dachten so, hui, ist doch eine andere Welt. Und ich muss sagen, ja, natürlich vermisst man mal seine Eltern, aber bis jetzt haben wir, oder ich zumindest meine Eltern immer ab und zu mal wieder nach 2 Monaten gesehen und dann war das auch als Update so sehr schön trotzdem. Genau, man kann durchs Handy ist man halt super viel im Austausch mit Freunden und Familie, sei es jetzt FaceTime oder einfach nur normale Nachrichten. Und wir sind ja auch so alle 3-4 Monate mal in Berlin, das geht ja super schnell, es gibt einen Direktflug. Dann zum Beispiel nach der Finlandia-Trophy fliegen wir da nicht direkt nach Bergamo, sondern hängen dann noch 2 Tage in Berlin hinten dran. Dann kommt Weihnachten fast schon wieder direkt. Dann, also ja, es geht dann doch ist schnell. Ist okay, wir sind ja, also Kanada oder so wäre dann schon weiter weg gewesen. Ja, das wäre schwieriger. Ja. Ihr habt gesagt, ihr wart gut vorbereitet, trotz des Unfalls noch, den du beim Paarlaufseminar genau, hattest. Ja. So deine Narbe nochmal zeigen. Da ein bisschen sieht man es noch. Das ist Sarah. Sarah Conti. Genau. Sarah Conti hat dich versucht aufzuflitzen. Ja. Zum Glück ist es nicht gelungen. Nee. Aber ihr habt ich dachte, also als ich euch jetzt gesehen habe, dass ihr wirktet schon wieder wesentlich sicherer in euren Elementen. Welche Fortschritte spürt ihr, habt ihr gemacht? Also der größte Fortschritt ist, glaube ich, einfach, dass wir wieder Selbstbewusstsein bekommen haben. Andre hat uns da wirklich wahnsinnig geholfen, auch das ganze Team, Anna und Luca, auch Franka und Rosi, die da auch noch sind. Wir haben natürlich an den einzelnen Elementen viel gearbeitet, vor allen Dingen am Twist. Und eben gerade mit Luca viel an der Choreografie und an der Überarbeitung und an den Skating-Skills. Es war jetzt noch nicht unsere beste Performance, aber ich hoffe, in den nächsten Wettkämpfen sieht man das noch ein bisschen mehr. Ja, also wir haben eigentlich an so gut wie allen Elementen enorm viel gearbeitet, auch die Levels besser hinzubekommen. Den Twist haben wir eigentlich, auch wenn man das nicht so sieht, komplett hat sich angefühlt, ein komplett neues Element nochmal zu lernen, weil wir da technisch wirklich sehr, sehr viel verändert haben. Läuferisch war mindestens genauso schwierig, wir haben an meiner Haltung sehr, sehr viel gearbeitet, was wirklich jeden Tag immer aufs Gleiche wieder hinauslief. An einer Laufschule, an allem eigentlich. Also da gab es nichts, was irgendwie unberührt gelassen wurde. Ja. Aber es musste sein. Okay. Ja, und es ist auch lange nicht das Ende. Ne? Also ich würde vielleicht 30-40%, da ist noch einiges drin. Aber ich denke, man sieht schon die Ergebnisse. Also, würde ich auf jeden Fall so sagen. Ja. Ihr habt das Kurzprogramm behalten, das Upper-Kurzprogramm, das ja sehr gut auch zu euch passt. Aber ihr habt eine neue Kür gemacht. Was könnt ihr über diese Kür erzählen? Also die Kür ist eigentlich so eine kleine Herzenssache von uns. Wir wollten die schon sehr lange laufen. Also Robert hatte mal wieder die Idee zu der Musik. Und wir waren beide gleich begeistert und hatten es, glaube ich, vor 2 Jahren schon als Idee. Ich glaube, 3 Jahren sogar. 2 oder 3 Jahren schon als Idee. Und wussten aber beide, wir sind noch nicht so bereit dafür. Und dann haben wir uns dagegen entschieden. Und dieses Jahr haben wir gesagt, nee, wir probieren das jetzt. Und ein Glück waren Anna und Luca auch gleich begeistert. Und wir haben uns total gefreut, da das Programm aufzubauen. Und ja, da einfach so ein bisschen, da die Musik sehr, sehr emotional ist, ein bisschen Gefühl reinzulegen und ich glaube, das kommt jetzt auch mit jedem Wettkampf ein bisschen mehr. Genau, ja, es macht sehr viel Spaß, es motiviert auch in der Kür, dieses Aufbauen da einfach von der Musik und wir hatten ein bisschen Schwierigkeit, den richtigen Schnitt, sorry, den richtigen Schnitt zu finden, weil ich glaube, der Originaltitel geht 7 oder 9 Minuten und haben da mit unserem Skating Music Guy sehr viele unterschiedliche Schnitte ausprobiert und der hat auch sehr viel da noch nachbearbeitet, aber wir sind mit der jetzigen Fassung sehr, sehr zufrieden. Das ist auch ein Kontrast zum Kurzprogramm. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Ja. Das war auch der Plan, ein bisschen was anderes zu machen. Wie schwer ist das denn, so einen ganz anderen neuen Stil auszuprobieren? Das ist eigentlich eher schön. Ja. Immer das Gleiche machen ist eigentlich langweilig.
Nee, also es war natürlich was Neues, aber eigentlich ist ja was Neues oft auch gut. Und Anna und Luca haben uns da schon gut getriezt, dass wir da alles reinlegen können und das auch so ausleben können, wie sie es sich vorstellen. Ihr seid jetzt auf jeden Fall sehr motiviert, das merkt man, für die Saison. Welche Ziele setzt ihr euch? Ja, es ist die Saison wirklich, also wenn man die Saison sagen würde, wir gucken einfach, wie es läuft, dann würde jeder sagen, das stimmt nicht. Es ist einfach die Saison wahnsinnig viel offen und natürlich wünschen wir uns auch viele weitere Podiumsplatzierungen. Und wollen aber eben vor allen Dingen, wie wir es gesagt haben, die Kür so zeigen, wie sie es verdient hat, weil wir gerade unsere Kür wirklich sehr, sehr lieben. Und einfach viele fehlerfreie, gute Programme laufen und jedes Mal irgendwie ein Stückchen weiter uns verbessern. Genau, also ich denke, dass das Ziel eigentlich ist, dass wir mit unserer Leistung zufrieden sind und alles andere liegt dann nicht in unserer Macht. Auf jeden Fall wünschen wir euch ganz viel Erfolg Danke. Für die Saison und freuen uns darauf, euch bei den nächsten Wettbewerben zu sehen und zu unterstützen. Dankeschön. Danke.